Es schneit, aber das ist kein Hindernis, um eine Wegfahrsperre zu deaktivieren. Ja. So, hier ist der Wagen. Puh, der Wagen hat folgendes Problem. Stecken den Schlüssel rein. Vladi, kommst du mal rein? Man sieht das hier am Tacho. Ach ja. Was haben wir da stehen? Start Error. Und man dreht den Schlüssel und nichts passiert. Ne? So. Ihr habt es gerade gesehen, im Tacho steht Start Error. Das bedeutet, dass der Wagen nicht anspringt, bedeutet sogar, dass der Anlasser nicht dreht, dass keine Benzinzufuhr zum Motor erfolgt. Dementsprechend haben wir auch kein Fahrzeug, was läuft. Wir haben natürlich jetzt zwei typische Probleme. Entweder der Klappschlüssel ist defekt oder die Wegfahrsperrenbox ist kaputt. Eins von beiden sollte da kaputt sein. Was wir jetzt machen werden, damit wir Zeit sparen und auch Kosten sparen, das ist das letzten Endes, was der Kunde möchte. Deaktivieren wir die Wegfahrsperre direkt vom Motorsteuergerät. Das führt dazu, dass der Wagen dann eine direkte Benzineinspritzung hat und der Wagen direkt startet. So. We'll be right back.